Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Guck mal, habe ich gestern bei Teddy sowas entdeckt. So ein Set, Schablonenset, vier Stück, ne? Weihnachtliche Motive. Diese da. So rum. Für 1 Euro. Ja, und dann möchte ich mal zeigen, was da drin ist. Noch, was es noch gibt, ne? So, dann lege ich mal ein bisschen was drunter und zeige mal die Schablonen, ne? Ja. Schöne Größe. Quadratisch sogar, hier ist A4 Blatt und da passen 2 Stück sogar drauf sozusagen, ne? Ja, kann man ja auch drehen. Die Richtung guckt, sonst sind sie ein bisschen unterschiedlich, die Bäumchen. Und auch der Weihnachtsmann, ne? Guckt nach rechts, nach links, wie man es so möchte. Auch schön, ne? Ja, kann man so schön austupfen oder spachteln oder wischen, ne? Hat man ja viele Möglichkeiten, sogar prägen. Habe ich es auch noch ausprobiert. Ja, die zwei. Und dann die zwei. Auch schön, ne? Echt süß. Ja, und da kann man auch drehen. Guckt er da die Richtung oder die andere Richtung? Hier spielt es ja keine Rolle, ne, aber ist auch die Möglichkeit besteht. So, das sind die vier Motive, vier Schablonen. Ja, sind recht robust. Nicht so dünn. Ja, so, und dann habe ich was, diese zwei Schablonen noch ein bisschen getestet, mit denen was ausprobiert habe. Hier geprägt. Da sieht man es nicht so sehr. Hier habe ich es ja gemacht, ne? Das ist dann eben geprägt durch die Prägestanzmaschine und dann gewischt. Habe ich mit den Pinseln gewischt und dann versetzt, dieses Tannenbäumchen aufgesetzt und dann schön mit den, wie heißen die, diese Wischbürstchen, mit denen dann richtig schön mit der Farbe nochmal. Und da hat es so wie so einen Hintergrund, Tannen, so ein Arrangement, ne? Bin ein bisschen runtergerutscht ins nächste, aber egal. Und da habe ich es auch so geprägt. Und dann die Schablone auf, genau auf die Fläche, ah ne, geprägt. Erstmal alles gewischt mit Grau so. Und dann die Schablone ordentlich genau aufgelegt. Und auch mit den Wischbürstchen da dann richtig mit der Farbe bin ich noch drüber gegangen und habe es dann gewischt. Ne? Einmal in einer Farbe, es ist, kann man dann unterschiedlich auch dann gestalten, wie man es dann möchte. Aber auch so ein Effekt. Von der Rückseite sieht man es nicht, dass ich geprägt habe. Ja, irgendwie ist es so geworden, als ob man so mit einem dünnen Prägestift das nachgezogen hat. Obwohl man könnte auch, würde ich sagen, auflegen, ein Vellumpapier auflegen und prägen, ne? Da kann man damit auch noch wie so Pergamano-Technik, sind ja Schablonen, ne? Könnte man auch noch sozusagen eben auflegen und prägen. Wäre auch so eine Möglichkeit mit Vellum eventuell. So. Ja, das sind diese vier Schablonen, die ich bei Teddy entdeckt habe. Ja, mal gucken,
noch damit werde machen, gestalten. Man kann ja eine Tüte damit bestempeln oder Motiv auftupfen, ne? Oder schablonieren für eine Box was oder auf einem Cover eben für ein Album auch ein paar Akzente setzen, ne? Ja, kann machen. Wie schon auch sogar schablonieren mit Glitzer. Haben wir ja verschiedene so diese mit Glitter, diese Fläschchen, wie heißen diese Drops, ne? Ja, das Tannenbäumchen wäre auch schön. Sorry. Überhaupt die Weihnachtsmotive, die sind alle echt geeignet zum mit Glitzer arbeiten, ne? Oder vielleicht Embossing Pulver dann eben wischen mit dem Versamark und dann Embossing Pulver auch kann man auch embossen, ne? Heiß embossen wäre auch, ja, was man so möchte. Auch vielleicht Folien Abdruck machen, ne? Mit dem Folienstift vielleicht und dann Abdruckfolie drauf. Ja, oh, da kann man einiges, ne, ausprobieren. Eben das weihnachtliche Thema. So, das war's dann. Ja, dieses Set aus dem Teddy, 1 Euro. Okay. So. Dann danke fürs Zuschauen. Tschüssi.